Wusstet ihr eigentlich, dass Kollega, der Deutschrapper, hier in Mainz an der Johannes-Gutenberg-Universität 2009 für ein paar Semester Jura studiert, aber dann sein Studium abgebrochen hat? Es gab hier an der Uni Mainz noch ein paar andere bekannte Gesichter, die ihr vielleicht schon mal in den Medien gesehen habt. Hier kommen vier weitere Beispiele. Kennt ihr Niklas Kaul? Der Zehnkämpfer, der 2019 bei der Leichtathletik-WM in Doha Gold geholt hat. Neben seiner Karriere als Profisportler studiert er hier in Mainz Physik und Sport auf Lehramt. Auch Christine Lambrecht, eine Politikerin der SPD und ehemalige Bundesministerin für Verteidigung, hat hier an der JGU einige Semester verbracht. Sie hat sowohl an der Uni Mannheim als auch hier in Mainz Jura studiert. Ihr erstes Staatsexamen hat sie sogar hier an der JGU geschrieben. Und dann haben wir da noch Mighty Nguyen Kim. Vielleicht habt ihr sie schon in den Sendungen MyLab oder Quarks gesehen. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und hat hier in Mainz von 2006 bis 2012 Chemie studiert. Last but not least, Thomas Anders, der Popsänger und Produzent. Bevor er als Musiker durchgestartet ist, hat er hier an der Mainzer Uni 5 Semester lang Germanistik, Musikwissenschaft und Publizistik studiert. Kennt ihr noch andere Promis, die in Mainz studiert haben? Schreibt uns in die Kommentare. Wir sind gespannt.